Der Tod des Löwenvaters. Der Löwentempel von Jiaxi liegt im Dorfe Jiaxi bei Xingburi, der Löwenstadt. Im Gebetshaus liegt ein schlafender Buddha. Sein Gesicht weist nach Norden und sein Haar nach Osten, wie auch das Jiaxi-Flüsschen fließt. Das Buddha-Bildnis ist sehr lang, nämlich einen Faden, zwei Klafter, drei Ellen, eine Spanne und sieben Finger. Das Gebetshaus ist noch länger und schon sehr alt. Dies ist seine Geschichte. Vor langer Zeit, als hier überall noch Wald war, lebte ein Löwenjüngling in seiner Höhle, dort, wo sich heute der Tempel erhebt. Der Löwe, Xing mit Namen, suchte sich seine Nahrung im Walde und nicht selten kam er sogar bis in die Nähe der Stadt Chainat. Eines Tages, als er wie üblich in den Wald durchstreifte, begegnete ihm die junge, schöne Tochter eines Reichen. Der Löwenjüngling verliebte sich in das Mädchen und führte es zu seiner Höhle. Dort wohnten und aßen sie zusammen als Mann und Frau, bis sie einen Sohn hatten. Dieser Sohn war ein Mensch und sie nannten ihn dem Vater Xing Pahu. Als Xing Pahu groß geworden war, ging er mit seinem Löwenvater auf Nahrungssuche, aber er wusste nicht, dass es sein Vater war. Eines Tages fragte er seine Mutter nach seinem Vater. Sie antwortete: Wer mit Xing Pahu geht, das ist dein Vater. Nun wusste er, dass der Löwe sein Vater war. Er schämte sich deshalb vor den Scharen seiner menschlichen Freunde und wurde ganz kleinlaut. So kam es, dass er auf den Gedanken verfiel, seinen Vater zu töten. Eines Tages, als er seinen Plan fertig hatte, bat er seine Mutter um ein Körbchen Reis, denn er wollte den Wald verlassen. Dann begleitete er wie gewöhnlich seinen Vater. Er setzte sich unter einen Baum, während der Löwe ins Dickicht pirschte, um dem Wild aufzulauern. Lange wartete Xing Pahu, aber sein Vater kam nicht wieder. Da kletterte er auf den Baum und rief nach dem Löwen. Schließlich trat der Vater aus dem Dickicht. Xing Pahu teilte mit ihm seinen Reis. Während der Löwe sich über den Korb beugte, um zu fressen, erhob Xing Pahu sein Schwert und erschlug seinen Vater, der lautlos zusammenbrach. Dann hieb der Sohn einen Ast vom Baum und band den Leichnam seines Vaters daran fest. Xing Pahu schleppte den Toten zur Höhle und erzählte seiner Mutter, was er getan. Die Mutter weinte sehr vor Trauer um den Vater und Sorge um den Sohn. Nach ein paar Tagen besprachen Mutter und Sohn, wie der tote Vater verbrannt werden sollte. Sie errichteten den Scheiterhaufen auf dem Mondhügel. Als die Verbrennungsfeier beendet war, lud Xing Pahu Mönche ein, denn er wollte wissen, was er tun sollte, um sich von der Sünde des Vatermordes zu befreien. Die Weisen sagten, er solle ein Buddha-Bild stiften und den Mönchen einen Tempel erbauen. Dadurch könne sich die Sünde für ihn erleichtern. Xing Pahu freute sich über den Vorschlag und ließ einen schlafenden Buddha erschaffen, dessen Inneres einen Faden lang und drei Fäuste hoch und breit aus purem Gold sein sollte. Dieses Buddha-Bild lag auf dem Hügel, in dem der Löwe seine Höhle gehabt hatte. Dann errichtete Xing Pahu ein Gebetshaus und ein Schlafhaus für die Mönche und gab zur Einweihung ein großes Fest. Ob er nun von der Sünde befreit sei, fragte er die Mönche. Aber sie verneinten. Er müsse noch unter den Mondbaum einen Tempel bauen. Xing Pahu tat es und nannte ihn Sühnetempel. Im Laufe der Jahre zerfielen Gebetshaus und schlafender Buddha. Übrig blieb nur ein Schuttberg. Da kam ein Kaufmann namens Utong mit seinem Ochsenkarren des Weges. Mit seinen 500 Wagen fuhr er gerade über den Hügel, an den Rädern seiner Karren hängen geblieben war. Als er wieder in der Ebene war, sah er,
dass das Gold an den Rädern seiner Kette hängen geblieben war. Schnell kehrte er zu dem Hügel zurück und sah es unter den Karrenspuren golden glitzern. Seine Knechte legten das Gold frei, und Utong erkannte, dass es die Reste eines Buddha-Bildnisses waren. Er ließ es wiederherstellen und errichtete einen Tempel in seiner Nähe. Unter König Borum Kot von Ayutthaya wurde der schlafende Buddha noch einmal erneuert und der Tempel des Löwenhügels wieder aufgebaut. Seither heißt der Tempel Jaxi. König Jula Jongklao, der den Tempel besucht hat, stiftete ein Tempelfest, zu dem im 6. und 11. Monat die Menschen von fern und nah gepilgert kommen, um zu beten.